Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Eine weitere Folge Baba kocht hat nichts. Und ich bin mit der Chefin unterwegs. Gut, oder? Ich sage euch, warum wir hier gelandet sind. Das Ding heißt Totong. Ich glaube, ich habe es richtig ausgesprochen. Sag du es nochmal? Totong. Ja, genau. Ich war hier gestern schon und habe gedreht. Ein Video mit Max Koga und Mo Dusi. Das war auf jeden Fall richtig lustig. Ich weiß nicht, ob es schon raus ist bis dahin. Wenn, dann verlinken wir es euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Also, Thai, Frankfurt. Auf jeden Fall eine krasse Ecke hier. Super krass. Das ist auf jeden Fall ein Wunder, dass ich das noch nicht gerafft habe, dass der Laden hier ist. Weil der ist bumsvoll. Ist auf jeden Fall bei den Bahnhofsviertelgängern und den Leuten, die hier wohnen, auf jeden Fall eine feste Institution. Ist ein sehr, sehr geiler Laden. Ein super schöner Laden. Thai Fusion Küche. Mhm. Das hat mich echt hier auf jeden Fall gebockt. Fand ich cool. Ich habe hier ein paar Sachen probiert, die ich euch auf jeden Fall zeigen muss. Deswegen bin ich heute direkt am nächsten Tag wieder hier. Und jetzt guckt euch erstmal um hier. So, mein lieber David, guck mal, du hast mir ja schon ein paar Sachen vorbereitet, hast du gesagt. Genau, ja. Ich würde aber trotzdem, hätte ich gerne noch so ein paar, weil ich mache immer so, es gibt so Gerichte, an denen mache ich fest, wie geil ist der Laden, weißt du so. Okay. Ja, und da gehört für mich immer Tom Kagai mit dazu, die müssen wir auf jeden Fall probieren. Ja, ich hätte gerne ein Lapet. Super. Also mit Ente, ja. Dann hätte ich gerne... Aber auch scharf, oder? Ich kann nicht teilscharf essen. Okay. Also die Chefin schon mal gar nicht und ich bin richtige... Also soll ich leicht scharf machen? Europäisch scharf. Sag ich schon. Ja? Also es darf schon Druck haben, so, aber nicht, dass wir verrecken, dann bringt es ja nichts. Also. Die Rinderstreifen hätte ich gern. Okay. Küchlein hast du eh schon gemacht, gell? Oh, nee, du hast einen Kuchen gemacht, hast du gesagt, gell? Das ist was ganz anderes. Was anderes, okay, ja, dann nehme ich... Ja, dann nehme ich die von deiner Mom, die sind mir lieber. Ja? Mach klein, mach nicht so viel. Ja? Weil wir probieren die alles nur so ein bisschen. Das Lamm brauche ich. Ja. Das Honey Chicken will ich auf jeden Fall probieren wieder. Okay. Weil ich will das auch mal Caro zeigen. Das war schon sehr, sehr geil. Brauche ich irgendwas davon? Noch? Wenn Klassiker, Streetfood. Bad Grappau. Bad Grappau, okay, nehmen wir. Mach nicht so viel bitte. Ja, weil okay, ich mache mal ein bisschen. Kein Food Waste. Eine normale Portion, das geil aussieht auch auf jeden Fall. Okay. Weil unsere Zuschauer wollen ja sehen, ja. Ja, was sie auch bekommen. Gut, gut. Ja, perfekt, Digga. Das ist ja ausreichend, oder? Ja, ey, aber ich sag dir gleich eins, ne? Wir kommen mit in die Küche, wir wollen gucken, was du da unten machst. Auf jeden Fall. Und nachher, wenn das Essen kommt, will ich, dass du mir nochmal alles erklärst, okay? Und vor allem die Ideen dahinter, weil ihr werdet sehen, das ist auf jeden Fall unkonventionell. Es gibt da ein paar Sachen, die habe ich beim Thai noch nicht gesehen. Mein lieber David, was hast du uns hier alles auf den Tisch gepackt, Junge? Einiges. Einiges. Aber guck mal, das sind so ein paar Special-Sachen dabei. Ich habe die gestern hier schon gegessen. Das war einmal das Lamm und einmal das Hähnchen da hinten. Ne? Genau. Das fand ich so brutal geil, dass ich gesagt habe, das muss ich auf jeden Fall heute nochmal essen. Ja? Weil bei dem Lamm, das ist ja nichts Traditionelles, oder? Ich meine, Leute, ganz ehrlich, guckt euch das mal an. Das ist so butterzart geschmort, da sind Kartoffeln mit drin. Wer macht denn Kartoffeln in seinen? Massaman-Curry kommen die rein, aber beim Thai gibt es ja normalerweise auch keinen Massaman-Curry. Kein Drilling-Kartoffel. Ah. Ja, normale Kartoffeln. Voll geil. Also, ist aber auch so brutal zart. Es fällt einfach, wenn du mit der Gabel dran gehst, schon auseinander, ne? Caro, das musst du probieren. Haben wir alles richtig gemacht. Wow, geil. Wirklich geil. Ich bin gespannt. Die Fische? Mhm. Wurstbarsch. Einmal in dem Sud, ja? Genau, gedämpft. Gedämpft. Chili-Limetten-Sud. Geil. Chili-Limetten-Sud. Ein ganzer Fisch einfach, ne? Na, einfach rein. Wie man es kennt. Genau, gedämpft. Okay, aber wahrscheinlich auch richtig Power nimmst du, oder? Der scharf. Ja, das habe ich befürchtet. Da musst du durch auch jetzt. Hier frittiert, was hast du da genau, oben? Genau, frittiert. Dran? Das ist auch ein Wolf? Nee, das ist ein Dorade. Das ist ein Dorade, genau. Sehe ich gerade, ja. Frittiert. Okay, geil. Tamarinden, viele Kräutern. Ich pack mal so ein bisschen hier. Guck mal. Spicy auf jeden Fall. Die sind so. Ah, geil, Alter. Die ist so eingeschnitten und dann. Wir haben das schon filetiert, ja. Genau. Perfekt. Das heißt, damit du die Arbeit nicht mehr machen musst. Kannst einfach dir ein Stück rausholen, ne? Guck mal hier, was für geile Stücke das sind. Brauchst viel Soße. Und da hast du, welche Soße nimmt man dazu?
Nee, die ist schon da, die ist dabei. Schon, du hast gerade ein Stück ohne Soße wahrscheinlich. Ja, sonst, kein Problem, kann man nicht kriegen, aber. Hast nicht das volle Potenzial. Du hast hier vorne auch noch drei Soßen. Genau, das haben wir. Ja, das, die gehören zu der Vorspeise aber. Mhm. Boah, geil. Gut? Mhm. Schön kross. Geil, knusprig. Erzähl mir was über die Jungs hier. Fishcake. Ein gedämpfter Fishcake aus Pangasiusfilet und Curry. Kenne ich normalerweise ein bisschen anders. Also die sind normal viel kleiner, so Streetfood-Sachen sind das eigentlich auch, gell? Ja. Die man so One-Biter-Geschichten sind das eigentlich, ne? Das soll ja schon als eine Hauptspeise gelten, mit Reis. Aber nicht. Und das ist so ein Special-Rezept von deiner Mama, oder hast du gesagt? Ja, nein? Das ist wie ein Pudding, aber das kriegst du auch sonst nirgendwo sowas, ne? Deswegen, ja. Probier. Hm. Ach, geil. Ja? Und die Würstchen, die gibt's halt auch echt selten, ne? Das sind fermentierte Würstchen mit Schwein und Reis. Habt ihr die normalerweise auch auf die, der Karte? Die isst du normalerweise mit Ingwer, Erdnüsse und Chili. Die rollst du hier ein und das isst du als One-Bite. Ja, aber mit Chili aber kann ich nicht. Aber du kannst mal probieren, damit du weißt, wie es schmeckt. Aber Chili kann ich nicht, Digga. Das ist auf jeden Fall zu viel. Ingwer und ein ganzes Stück Ingwer mit rein, ja? Ja. Keine Soße? Nee, die isst du ohne Soße. Und Erdnuss muss rein. Genau, ein bisschen okay, Erdnuss. Ich probiere das. Probier das mal. Frau, ich mach dir ein. Wir probieren das zusammen. Guck mal, diese Würstchen, so, ihr habt die nicht auf der Karte. Wie läuft das denn normalerweise? Nee, der macht es in seiner Freizeit. Der Koch mittlerweile macht er auch für die Gäste. Aber ihr habt, wenn jemand will, soll er sagen, ich genau, hab Bock auf die. Genau, okay. Auf der Special Card. Die empfehlen wir auch den Gästen, aber ja. Wird nicht oft genommen? Nee. Also wir haben die auch mit Rind, die wird eher genommen, als die mit Schwein zum Beispiel. Geil. Guck mal, ist schöner. Perfect Bite. Oh! Oh, die Nuss verloren. Ich hab die Nuss verloren. Aber echt das. Rein damit. Ich lieb das. Geil. Was haben wir für Soßen hier vorne? Ja, das ist eine ganz klassische Chili-Soße, das ist eine Pflaumensoße und das hier ist eine Tamarind-Chili-Mix. Das isst du mit den Schweinespießen. Und die Chili-Dip hier mit den Chili. Geil, das ist dieses getrocknete genau, Rindfleisch quasi. Marinierte Rinderstreifen. Die sollten butterzart sein eigentlich. Sind sie? Sind sie auch, ja. Hier musst du ein bisschen reinscoopen, weil die Soße ist sehr, sehr dickflüssig. Aber das sind gegrillte Schweinespieße. Voll geil. Die sehen auch schon richtig gut aus. Man sieht, dass sie gut behandelt wurden vorher. Tipptopp. Dann hier rein. Oh, dann musst du scoopen. Ich hol die mal hier. Ich hol die mal hier rüber, Frau. Okay. Probier. Süßlich. Tamarinden halt, ne? Guck mal, weißt du, was ich mag? Es ist alles so ein bisschen Fusion, so ein bisschen anders, nicht so ganz traditionell. Aber wenn du dann isst, kommen diese traditionellen Vibes dann trotzdem. Mhm. So soll es sein, ja. Ja, das Geschmacksbild ist schon ganz klar Thai dann. Weißt du, was ich meine? Obwohl das, sag ich mal, rein optisch, klar, dieses Gericht hier und so, das sieht schon sehr Thai aus, auch das Lappett und so. Aber, weißt du, was ich meine? Es ist so nett aufbereitet, schön präsentiert und so. Und diese europäischen Einflüsse, sag ich mal, was die Anrichte betrifft und so. Und dann hast du aber trotzdem diese klassischen Thai auch oben, geil. Das ist unser Ziel. Das soll gut aussehen. Aber trotzdem noch authentisch schmecken und authentisch sein, ja, ganz wichtig. Was haben wir hier? Garnelenküchlein, frittierte. Boah, die isst du mit den Pflaumen-Dip hier. Die sehen auch wirklich krass aus. Ich probier mal so. Boah, eine geile Konsistenz. Weißt du, wie man die macht? Die werden dir gefallen. Erzähl mal. Die tut man schlagen. Du nimmst die Masse und haust die ganze Zeit quasi gegen den Tisch, nimmst sie wieder hoch und haust wieder dagegen, damit du quasi diese Konsistenz kriegst. Ich weiß nicht, wie das entsteht, aber mein Koch macht es. Macht in der Türkei zum Beispiel mit Rindfleisch für Chickköfte. Ah, okay. Das ist auch so gemacht. Ja. Genau, dann entsteht diese Konsistenz, glaube ich. Genau, richtig. Das hat damit was zu tun, ja. Gut. Und dazu Pflaume. Das ist Pflaume, genau. Geil, auch geile Konsistenz, nicht zu dünn. Das haftet schön. Na, willst du auch in die Pflaume? Ich versuche mein Glück. Soße macht ihr auch selber, ja? Alles. Sieht man auch, das sieht geil aus. Wirklich stark. Ich wusste gestern, als ich hier war, die machen was anders. Ja? Und? Ich habe ja gestern auch so ein bisschen Kritik geäußert. Ja. Weißt du? Weil die mir gesagt haben, wir gehen zum Thai. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hey, wo Thai? Weißt du, so, ich wollte die ein bisschen mobben, ne? Genau, ja. Ich fand das schon sehr stark, sonst wäre ich heute nicht direkt wieder hierher gekommen, ja? Aber du bist ja auch sehr gut weggekommen. Was ich auch wirklich sehr, sehr geil fand gestern. Caro, das ist auf jeden Fall auch was für dich. Dass diese, das sind ganze gebackene Garnelen. Mit Koriander. Die meisten hassen ja Koriander. Ja, nur ohne Koriander bestellt. Nur eine. Alle anderen essen. Oh, besorg dir mal so ein Ding hier. Wirklich krass großes Ding. Ja, wir sparen nicht. Ne? Ja. Das ist gut. Mm. Ganz Qualität ganz vorne.
Geil. Ich muss mal kurz Suppe probieren, bevor die kalt wird. Weißt du, aber der Suppe merkst du relativ schnell, ob die was drauf haben oder nicht. Was ist denn drin in der Suppe? Das ist eine Kokossuppe. Ja, klar. Ist ein Klassiker, ne? Genau, Klassiker. So, mit Hühnerfleisch, Kokos. Genau. Wir haben Austernpilze statt normale Pilze. Kaffeelimette. Ja. Zitronengras, Galangal, Koriander, Cherrytomaten. Ah, Wahnsinn. Was haben wir noch nicht probiert? Das bockt mich alles. Lapet, ja. Wenn du Lapet sagst, heißt es Labschaf, weil Pet heißt Schaf und Bett heißt Ente. Ah, Pet, okay. Wenn du Thailand bist und Pet sagst, dann kriegst du was anderes, kriegst du Schaf. Ja, okay. Also, ihr habt gehört, ich muss an meinen Thai-Skills noch ein bisschen feilen. Sollte alles haben. Finde ich gut. Säure, Süße. Das hat er. Fischsoße sollte rauskommen. Hast du geröstete Reiskörner. Mhm. Chili. Und wir tun quasi unsere Reiskörner in der Pfanne schwenken mit Kaffee und Zitronengras. Dass die auch nochmal aromatisiert sind. Ja, genau. Mhm. Das mag ich an euch, ihr geht diesen Schritt extra. Ja. Ja, weil es sich einfach lohnt. Ne? Mhm. Das ist ein Top-Salat. Ich meine, er ist auch sehr gut, ich kann das auch gut. Ja? Aber das ist geil, oder? Sehr gut. Gibt es da viele Thais, ne? Der ist schon spicy. Doch, bei mir war jetzt. Aber ich bin ja auch null spicy, aber. Jetzt zeige ich euch mal was, was mich gestern wirklich hier weggeknallt hat. Wer von euch hat das beim Thai gesehen bis jetzt? Ich habe meine Köchin tatsächlich gefragt, ob wir sowas in Thailand anbieten. Ja, es gibt ein Gericht mit Rosenkohl. Ja? Genau. Eins. Ich kenne jetzt nur ein Gericht von ihm, aber er meinte, in Thailand benutzen wir auch Rosenkohl. Ist nicht so, dass wir es nicht benutzen. Klar, es ist, siehst du es hier halt selten, ne? In Deutschland allgemein, bei dem Thai, dass da Rosenkohl reinkommt. Ich habe Modusi hat gesagt, das wär ein Brokkoli gestern. Das war relativ lustig. Jetzt Brokkoli, oder? Sag ich, ja, genau. Hier, Pak Trapau, wenn ihr wissen wollt, Klassiker. Wie man das macht. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie man das macht, ich habe ein geiles Rezept. Wo blenden wir es ein? Hier oben. Sehr geil. Mhm. Holy Basil, das ist das Ding. Mmh, probier. Mhm. Lecker beim Lamm. Und geil? Auch sehr lecker. Ja, mit den Kartoffeln. Mhm. Wir hatten jetzt noch keine Kartoffel, aber. Ja, das ist natürlich auch so ein. Es war sehr zart. Das sollte man können als Thai, oder? Das ist so, ja, das ist wie wenn die. Das ist wie wenn Römer keine Carbonara kann. Weißt du, dann ist. Genau. Da stimmt was nicht. Also wer das falsch macht. Oh, geil. Oh, alles, wirklich alles gut, ja. Ich weiß jetzt, das Thai ist ja nicht dein großer Favorite so im Leben. Weil ich so scharf esse. Das ja, ist das. Nicht nur das Scharfe. Du magst ja eigentlich lieber so runde Geschmäcker, ohne Ecken, ohne Kanten, langweilig. Weißt du so? Deutsch. Ja. Das ist ja eigentlich dein Ding. Ja. Aber mal ehrlich jetzt, sowas wie Islam, das ist ja. Das ist doch geil. Das ist gut. Könnte jetzt auch Favorit. Also das fand du hast ich auch noch nicht alles gut. Probiert. Nee, das fand ich aber schon sehr gut. Das fand ich schon sehr gut. Jetzt gehen wir nochmal an den hier ran. Und die Spieße fand ich auch gut. Ja, die sind top. Auch das Rindfleisch. So, jetzt gehen wir mal an den Kollegen hier ran. Der sieht aber auch schon. Sieht gefährlich aus, gell? Ja. So. Die Soße schön mitnehmen, ne? Damit's Soße nehme ich mit. Ich habe nur so Schiss vor den Chilis, Digga. Ja. Wunderschön, wie sich das auch da rauslöst. Der ist einfach perfekt gegart, ja? Sehe schon. Puh, Junge. Boah, ist der krass. Mach jetzt mal klein. Boah, ist der krass. Krass scharf? Nee, krass. Einfach, der ist einfach wirklich sehr, sehr lecker. So, die geile, saftige Ente, Alter. Geil. Guck dir das an. Guck dir das mal an, bitte. Sieht aber auch sehr hübsch aus. Das ist Wahnsinn, oder? Das ist wirklich eine tolle Quali, das sehe ich sofort. Hm. Saftig, weich. Das gehört für mich zu so einem Perfect Bite dazu, weißt du? Du hast so ein bisschen Reis. Ja, du hast so ein bisschen Reis, dann so ein bisschen Curry. Schön die Soße mitnehmen. Bisschen Gemüse, genau. Du musst so ein bisschen. Ah, das musst du. So, ja. Du weißt, was ich meine, gell? Du musst ja so die Soße. Saftig probieren. Sein, ne? So. Also. Lieber David, ich entlasse dich jetzt wieder in deinen Arbeitsalltag. Dankeschön. Ja? Ich quatsche noch kurz mit meinen Leuten. Nächstes du hast Essen? Jetzt die Chance, nochmal die Leute aufzufordern, auch hierher zu kommen. Sag mir einen Satz, warum es Sinn macht, hierher zu kommen. Weil wir der etwas andere Teil sind, der modernere und der bessere. Ausrufezeichen. Boah, Frau, hast du Fischcake schon probiert da von seiner Mama? Da muss ich jetzt dran.
echt mit dem Kokos drauf, ist wirklich brutal geil. Also wirklich brutal geil. Hat aber auch ein bisschen Feuer, muss man auch sagen. Hat alles hier. Also, der hatte Feuer. Also alles hat Feuer, aber... Aber gut. Gehört aber auch zu der Küche dazu. Diese Rindfleischstreifen, ne? Das war wirklich richtig, richtig gut. Ich habe die schon aufgegessen, aber die sind wirklich krass. Ich habe auch die ganze Zeit so ein bisschen so befreiende Chili in der Nase auch, ja, ne? Es schmeckt alles super frisch. Schärfe, kann man ja sagen. Also das finde ich jetzt auch alles immer noch am Limit. Komm doch mal, wenn du auf Chili beißt, dann knallst, ne? Dann knallst. Ist aber auch, ist jetzt nicht so super scharf, ist nicht, geht aber auch wieder so ein Stück. Ich mag ja eh, wie du darüber denkst in letzter Zeit. Das ist trotzdem scharf. Ich guck noch mal kurz auf dieses Lamm hier. Guck mal hier, das löst sich einfach. Ich dreh's mal rum. Ja, das ist wirklich schon. Guck mal, das ist in der Soße. Du löst hier einfach so die Stücke raus. Hat null Schärfe. Das hat keine Schärfe. Das ist aber auch gut. Was war dein Favorite bis hier? Da die beiden, muss ich sagen. Ja, die sind schon gut. Sind aber tendenziell, sag ich mal, vom Spiceness-Level so die langweiligen, ja? Ja, Entschuldigung. Ich mag diesen Fisch hier auch sehr gerne. Der hat mir aber jetzt aber auch schon gerade... Puh. Also Leute? Das fand ich auch sehr gut. Oh. Und das fand ich aber auch gut. Also, guck mal, da bin ich begeistert. Ja. Lohnt sich auf jeden Fall auch hierher zu kommen. Ich finde, es schmeckt anders. Also da ist wirklich diese Fusion, sage ich jetzt mal, drin, dass das alles so einen eigenen Twist hat. Sehr lecker, spicy. Ist das Anfängerteil geeignet hier? Ja. Sich mal so ein bisschen leiten lassen auch, wenn einer sagt, boah, Thai ist jetzt eigentlich gar nicht so mein Ding gewesen immer. Ich finde halt so, wie sie das machen, mit diesen Fusion-Einflüssen einfach, ja. Die macht das geil. Also du findest hier auf jeden Fall, findest du für alle was auf der Karte. Und es ist ja immer das Schöne, dass man auch mal was Neues entdeckt und neu kennenlernt und auch mal neue Geschmacksrichtungen ausprobiert. Das ist wichtig. Also, ich habe mich sehr gefreut. Viele von euch aus Frankfurt werden den Laden bestimmt schon kennen, sagen, da gehe ich seit 10 Jahren hin. Ich habe ihn neu entdeckt. Das ist für mich Grund genug gewesen, euch das zu zeigen. Ich finde, die haben es wirklich hübsch gemacht. Super hübsch. Schöner Laden. Wir waren nicht zum letzten Mal hier, oder? Sehr nette Menschen. Tolle Leute dahinter. Also, ein neuer Tipp aus Frankfurt vom Dicke Baba und der hübschen Chefin. Vielen Dank fürs Zuschauen. Leute, ihr könnt auf jeden Fall schon mal Kanal abonnieren. Das kostet ja nichts und schmeckt gut. Daumen nach oben, hinten einen Kommentar schreiben, obligatorisch. Safe. Und sagt mal ehrlich so, darf ich die Chefin wieder mitbringen oder soll ich lieber alleine machen?